Zeit, das bis zu diesem Zeitpunkt noch beste Spiel auf der ganzen Welt zu spielen, Monster Hunter 4 Ultimate. Ja, ich dachte eigentlich, ich mache mal irgendwie so, ich hatte einfach Bock mal wieder ein bisschen zu labern, so, ich wollte eigentlich eine Gildenquest machen, eine 140er, ich habe ja schon einen Run von einer 125er, glaube ich, gemacht, der Kirin und Karuga, der ja eher so mittelgut lief, mittelgut meine ich eigentlich schlecht, aber ja, ist auch egal. Aber ich dachte mir halt so, ich hatte eigentlich vor, diese eine Gildenquest zu machen, die ich habe mit Kirin und Rayang auf Level 140. Beides Monster, die ich ganz gut kann. Kirin ganz gut kann, ich habe den Weltrekord. Ist ja auch egal. Ja, jedenfalls habe ich mich dann dazu entschieden, das doch nicht zu machen, sondern eine ganz normale Expedition zu machen im G-Rank halt. Ich habe jetzt Gravios und Ketchavacha, das klingt ganz interessant eigentlich. Ich hoffe, die Area ist nicht zu scheiße. Wenn ein Wüstengebiet kommt und irgendwie weißer Monobloss und Black Diablos dann irgendwann in ein Gebiet chillen, dann habe ich verkackt. Apropos in ein Gebiet chillen, ich fange schon mal die Quest an. Ja, apropos in ein Gebiet chillen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich die Kirin und Rayang Gilden Quest nicht machen will. Weil, ja, wie gesagt, der Rayang kommt ab und zu, also Kirin spawnt in Gebiet 1 und Rayang haut halt nach, ich glaube, 3 Minuten oder so in zufälliges Gebiet ab. Das heißt, es gibt auch eine Wahrscheinlichkeit, dass er halt auch nach Gebiet 1 kommt. Und um mal realistisch zu sein, ich schaffe es nicht in jedem Run, Kirin in 3 Minuten zu killen. Besonders auf Level 140. Also, ich habe schon Heroics Runs und so gesehen, wo Leute den in, was weiß ich, man, unter 3 Minuten, ich glaube ungefähr so wie die durchschnittlichen Speedkills, die man in YouTube sieht, in Gen von Kirin mit GS, also knapp unter 3 Minuten so. Da habe ich auch mal einen 140er Speedkill gesehen mit Heroics, das war cool. Aber so in einem Casual Relic Farm Run, so auf den da, ich scheiß mal auf Boogie, da ist es eher nicht so wahrscheinlich, dass man in der First Try 3 Minuten Speedkill MLG Scheiße hinbekommt. Okay, dass die ersten zwei Gebiete so waren, ist schon mal nice. Das heißt, ich habe jetzt maximal noch 3 Kampfgebiete, die direkt nebeneinander liegen. Das heißt, ich muss nicht allzu weit laufen. Ich sollte mal mit Macht sagen, ist Gravius hier. Sieht nicht so aus, ne. Ja, okay, dann haben wir auf jeden Fall 5 Gebiete. Ich glaube, Gravius kann noch nicht in die Wüste. Das heißt, wir haben auf jeden Fall 3 ganz normale Gebiete direkt nebeneinander. Ja, safe. Okay, nice. Die Area ist schon mal ganz chillig. Warte mal, bis er näher rankommt. Und mich ankreischt wie so ein alter Mann. Ja, ich habe Gravios mit GS ein bisschen geübt. Kann jetzt aber nicht. Ich würde nicht sagen, dass ich gut mit GS gegen Gravios bin. Ich war. Fucking shit, Alter. 2 Frames später und ich hätte noch einen Full-Charge rein. Fick dich. Ich verstehe auch gar nicht, warum ich Gravios mit GS mache. Aber scheiß drauf. Oh fuck, der Furz ist nicht, oder? Oh fuck! Boah. Was für ein Luck. Aber ein Full-Charge hat direkt gereicht, um den Flügel zu. Ach, ich kann ja gleich mein Set zeigen. Dann werdet ihr auch wahrscheinlich nachvollziehen können, beziehungsweise ich werde nochmal meine eigene Aussage, ja, wie sagt man das? Ich werde also denken, ja, eigentlich logisch, dass ein Full-Charge. Ach, Schiss. Dass ein Full-Charge rein. Ja, genau, Furz mich weg. Ja, yeah, mach mich keinen Damage und ich wach auf. Dass ein Full-Charge gereicht hat, um den Flügel zu breaken. Ja, werdet ihr verstehen, nachdem ich euch mein Relikt und mein Set und so alles gezeigt habe. Ja. So, ich muss jetzt aber langsam mal mein Shit together bekommen und ein bisschen vernünftig spielen. Das kannst du gerne machen. Okay, Schwenkstreu, das ist gut. Sonst wäre ich jetzt nicht wieder am Arsch. Ah, doch nicht. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich es vor dem Furzen noch geschafft hätte, den Full-Charge reinzu. Okay, ist ja nicht passiert, von daher. Ja, ich habe, wie gesagt, ein bisschen Black Gravius mit GS gemacht, aus irgendwelchen unverständlichen Gründen. Nice. Also, ich habe die eine Quest gemacht mit Black Tigrex und Black Gravius. Es gibt ja so eine G2-Quest, glaube ich, wo die am Anfang im gleichen Gebiet sind. Ich wollte einen Speedkill von der machen. Fuck. Beziehungsweise, ich hatte es mal geplant, so, aber
Ja, das sind halt zwei infizierte Monster mit ziemlich random AI-Scheiße und so. Und haben Black Ravius mit geäßen und das will ich mir nicht antun. Ich habe das, glaube ich, nur einmal gemacht in knapp unter 12 Minuten oder so. Und das Ding ist halt, dass man, ja, wahrscheinlich die beste Möglichkeit, die Quest zu machen, ist mit der Darren Moran Charge Blade. Fuck. Shit. Ah, du Mistgeburt. Zumindest war er unraged. So. Noch ein Bodycheck oder so. Hey, what the fuck ist das für eine Hitbox, Mann? What the shit? Ich nehme lieber einen Maxi-Trank, Mann. Das wird mir jetzt so gefährlich. Fuck, Mann, ist das Bild irgendwie blurry. Scheiß, Mann, wenn ich hier unscharfe Scheiße am Ende habe, dann muss ich mich auf jeden Fall ordentlich schämen. Weil ich sehe mein Hurensohn-Handy irgendwie nicht ganz, also... Ja. Nice, Mann, ich hab's ja gut geschafft. Weil, damit das Handy nicht umkippt, muss ich halt so irgendwas davor stellen, halt so, um das anzulehnen und das verdeckt irgendwie den halben Screen. Aber die Ecke, die ich sehe, irgendwie rechts sieht's unscharf aus, aber links unten in der Ecke wieder scharf. Achso, ich dachte, das wird's. Ich hab eher auf mein Handy geguckt, besser auf den DS. Ja, jetzt. Okay, die ganzen Velocipres für mich, habe ich nichts dagegen. Obwohl die ja eigentlich eh nichts machen, aber ein toter Velocipre ist ein guter Velocipre. Und ich bin stolz, das sagen zu können, nachdem ich Unite gespielt habe. Fuck. Puh. Ich finde, ehrlich gesagt, in Unite Io-Preis schlimmer als alles andere. Schlimmer als Befangnis zum Beispiel auch. Triff! Ja, nice. Wie gesagt, ich finde die schlimmer als Bullfangos aus dem einfachen Grund, dass die, also Bullfangos fucken ab und haben Aimbot in Unite. Shit. Nur das Ding ist halt bei Io-Preis, beziehungsweise, ne, ich fange jetzt mal so an, Bullfangos haben zwar Aimbot, aber sie chillen dafür halt auch. Also, wenn sie gerade nicht am Chargen sind, machen sie halt nichts. Die, wie gesagt, die chillen einfach nur. Und bei Io-Preis ist es aber eine andere Sache, die... Also für die, die... Schwenker? Scheiße. Ja, ich muss ehrlich mal meinen Shit together bekommen, Alter. Ja, also... für die, die Unite jetzt halt noch nicht so gespielt haben... Ja, hau ab. Halt nicht gespielt haben, Io-Preis und generell Preis ist halt so, dass die Sprungangriffe, die können dann ja so anjumpen. Hier kippt man ja... Fick dich, einfach nur um. Aber in Unite fliegt man halt so komplett weg. So wie wenn Tigrex seinen umchargt. So. Komplett unrealistische Scheiße, aber ist halt so. Gravios. Naja. Ich mach einfach mal. Warum staggert der niemals? Der will mich verarschen. Ja, und halt, das heißt, die, Ah, Ketchalacha ist da. Ich scheiß den mal eben voll. Wo ist der? Da. Oh, du willst mich verarschen, Gravi. Das kann ich jetzt eigentlich meinen Satz beenden ohne... Ist Ketchup abgehauen? Nein. Verdammt nochmal. Wenn das so weitergeht, werde ich meinen Satz niemals beenden können, weil ich... Ich konzentriere mich jetzt eher darauf, mich nicht zu verrecken. Boah, das wäre jetzt lucky. Der wäre hundertprozentig auf mir gelandet. Nein! Oh, Gravios, Mann, das ist nicht dein Ernst. Ja, halt, Io-Preis sind halt aggressiv hoch... Charge mich um, ja. Die sind halt aggressiv hoch 30. Also, haben halt theoretisch den... Okay, Catcher ist weg. Gleichen Effekt wie Bullfangos, dass sie ihn halt wegficken. Nur, dass sie, während sie gerade nicht angreifen, trotzdem noch hin und her jumpen wie behindert. Ja, wo wir gerade von Io-Preis reden. Okay, ich hab nice. Deswegen... Warum blöd nicht? Deswegen finde ich Io-Preis in Unite schlimmer als Bullfangos. Und das, den Satz hätte ich in ungefähr 5 Sekunden abhaken können, aber jetzt habe ich irgendwie fast 2 Minuten gebraucht, weil die Monster nicht ihren Hodensack chillen können. Meine Fresse, Alter. Und langsam kann der Gravius, finde ich, auch mal sterben. Ich weiß, dass er ein Tank ist und ich gerade die wahrscheinlich mit schlechteste Waffe nehme, die ich überhaupt benutzen kann gegen Gravius.
Aber wenn ich den Black Gravios Infizierten in einer Marathon-Quest im G-Rank in 8 Minuten oder so killen kann, dann muss der auch irgendwie noch verrecken. Da habe ich sogar das gleiche Set benutzt. Stagger! Fick dich, Mann! Der staggert niemals. Der staggert erst nach, was weiß ich, 73 Full-Charges auf dem gebrochenen Bauch, zweimal gebrochenen. Naja, das wird dann wohl ein etwas längeres Video. Nur wegen Gravios, Mann. Ich hab den ein bisschen geübt mit GS, ich kann den jetzt ganz gut. Not. Ja. Sonst gibt's eigentlich nicht viel zu erzählen. Heute war ganz, ja, normaler Tag eigentlich für mich. Ich war halt bei der Arbeit, also ich mache eine Ausbildung. Heute war Praxistag. Ja, habe ich in letzter Zeit nicht so viel Bock drauf, weil ich mit meiner Anleitung nicht so klar kam, bla bla. Aber, ja okay, Schränker, nice. Aber das Ding war halt, dass, der geht wahrscheinlich fern, dass meine Anleiterin heute irgendwie nach, keine Ahnung, 2 Stunden oder so, nachdem sie bei der Arbeit angekommen ist, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kenne, halt gegangen ist. Ja, okay, genau, das ist in dem anderen Gebiet. Er halt gegangen ist und das heißt, ich musste sie danach halt nicht mehr, also ja, ertragen ist das falsche Wort. Also wie gesagt, so Freitag ohne sie sozusagen, ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Und ja, keine Ahnung, ansonsten. Der ist noch nicht tot, Mann! Gravios ist, wie man sieht, ein bisschen tanky. So, der Fullschatz sollte ihn aber umbringen. Tschüss, Gravios. So. Jetzt war mein Finger im Bild, aber ist mir scheißegal. Und halt, ja, wie gesagt, eigentlich ganz normaler Tag. Dann nach ungefähr ab 13 Uhr oder so habe ich dann Pause gemacht. Und als ich wiederkam, ich kratze mich gerade an der Schulter, falls ihr von der Form ich nichts mache. Ja, dann habe ich halt, nachdem ich aus der Pause wiederkam, mit, ich glaube, 3 Kindern oder so, was alleine gemacht, außerhalb der Gruppe. Parcours aufgebaut und so unter dem Raum, ganz chillig. Weil meine Anleiterin ja eh will, dass ich auch mit denen was mache. Weil die kleineren Kinder mir immer hinterher rennen. Ja, also ich rede gerade so langsam, weil ich die ganze Zeit meine Sätze so formulieren muss, dass ich nicht irgendwie aus Versehen irgendwelche Infos oder so raushaue, die ich nicht raushauen soll, weil ja, Schweigepflicht und so. Oh, der ist schon vergiftet. Ja, jedenfalls. Fuck. Also nicht, fuck, der hat mich nicht getroffen, aber das war knapp. Ja, halt, habe ich mit denen halt was gemacht, ohne dass irgendwelche anderen Erzieher dabei waren, die bei jeder Scheiße sagen, nee, das hilft dir nicht und das ist verboten und das geht nicht und nee, das ist, so benimmt man sich nicht. Und, ohne Scheiß, also ich mag meine Kita ehrlich, aber manchmal bei irgendwelchen, bei jeder Kleinigkeit direkt so, nee, das geht nicht, das darf man. Ey, das, die machen sich so viele Gedanken teilweise, das ist nicht mehr, keine Ahnung. Also, dass sie die Kinder teilweise so einschränken, einfach nur unnötig, obwohl wahrscheinlich eh nichts passiert. Schon tot. Das war jetzt irgendwie ein Zehntel von Gravios Kampf und das ist nicht mal, fuck. Das ist jetzt irgendwie nicht mal übertrieben oder untertrieben eher in dem Fall. Ah, jetzt darf ich warten, bis das nächste Monster spawnt. Das dauert bestimmt ein halbes Semester. Hätte ich den Catch schon mal vorher gemacht, ne? Spaß, ich schärfe manchmal. Auch wenn es übelst unnötig ist, oder? Habe ich nicht gerade geschärft? Ach, ist mir scheißegal. Verletzstände wachsen eher auf Bäumen. Ja, und deswegen halt, habe ich auch eigentlich vor, falls ich hier in dem Bereich später arbeiten werde, dass ich, kann man richtig entschieden, dass ich eher was mit einzelnen, jetzt ist das Bild scharf, also sorry, falls ihr bis jetzt ein verschwommenes Bild sehen musstet, jetzt ist es besser.
halt eher was mit einzelnen Kindern mache, so Logopädie, Ergopädagogik und so irgendwas in die Richtung, weil ja irgendwie das in der Gruppe mit 39 Milliarden Kindern und wo man eh nicht alle so irgendwie allen gerecht werden kann, meistens. Und ja, in einem Team, mit dem ich dann wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig klarkomme, da mache ich lieber was alleine. So. Ich bin eher sowieso eher so ein Einzelgänger. Nicht nur in dem Bereich. Ja. Fuck, man, jetzt habe ich mein komplettes Privatleben und Berufsleben, was noch nicht mal gestartet hat, geleakt. Meine Stimme hat gerade irgendwie so ein übelst den Bass heute, dass mein Schädel schon davon brummt. Meine Stimme klingt eh jeden Tag anders, man. Heute, wie gesagt, höre ich mich an wie so ein, keine Ahnung, an wie so ein Bär oder so, also meiner Meinung nach. So richtig viel Bass in der Stimme, aber an manchen Tagen, man, da höre ich mich an wie SpongeBob. So richtig Quietschentenstimme. Aber heute eher ein tieferer Tonfall. Das war jetzt cringy, aber ist mir scheißegal. Ich guck mal, ob schon ein Monster aufgekreuzt ist. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob es laggt oder nicht. Ach ja, das könnte ich auch mal erwähnen. Ob ein neues Monster aufkreuzt oder nicht, kann man meistens daran erkennen, dass es kurz laggt. Das heißt, man kriegt so für einen kurzen Moment einen Frame-Drop. Halt nur einen einzigen, so dass man... ja. Ihr wisst wahrscheinlich, wovon ich rede. Und scheint aber noch nichts aufgetaucht zu sein. Oder da oben steht ein Basarius, den ich nicht sehe. Und jetzt irre ich hier 30 Milliarden Jahre rum und... Hoffen wir mal, dass es nicht der Fall ist. Spätestens nachdem der Catcher despawnt, muss aber höchstwahrscheinlich was Neues spawnen. Gehe ich mal von aus. Und das sollte ja nicht allzu lange dauern. Den habe ich ja jetzt irgendwie in 2 Minuten oder so gekillt. Ah, ist da unten irgendwas? Nee. Ich warte aber mal hier so in der Position noch ein bisschen. Lange nehme ich überhaupt schon auf? Kann ich das sehen? Nein, kann ich nicht. Ich sehe nichts. Man kann ja jetzt leider auch nicht auf die Zeit gucken, weil das ja eine Expedition ist und die Zeit nicht angezeigt wird. Aber jetzt ist der Catcher auch despawned, das heißt irgendwas. Irgendwas. Ja. Ich predikte Berserk der Zucabra. Einfach weil ich den nicht kann mit GS. Beziehungsweise noch nie gemacht habe. Okay, ich dachte gerade ehrlich, dieser Io-Prey-Schrei hat sich in meinem Kopf gerade wie ein Tetsukabra-Schrei angehört, aber zum Glück nicht. Ah, Kutku. Der ist in Ordnung mit GS. Boah, ich war kurz davor, dem Io-Prey zu fragen, ob er mich verarschen will. So, jetzt geht der Rage natürlich noch einen Fortschrittschrei. Aber das G-Ring-Kutku, Mann, der geht übelst ab. Egal, das ist Expedition. Ja, stopp. Jetzt hält er wahrscheinlich noch 2 Fullcharges oder so aus. Ich habe den voll oft in der Arena-Quest da gemacht. Jetzt ist was gespawnt. Jetzt hat man den Lag wahrscheinlich auch sogar im Video gesehen. Der war ziemlich krass gerade. Ja, wie gesagt, ich habe den ziemlich oft in der Arena gemacht. Es gibt ja eine Arena-Quest mit Kutku und 4 Ultimate. Der irgendwie übelst viel HP hat, Mann. Ich mache ja jeden Tag irgendwie 5-mal die Trainingsschulen-Quest in Unite mit dem. Haha, und schon mal die Ohren angelegt. Das heißt, dieser Full Charge wird morden. Ja, wenn es kein Gravius ist, stürzt in einer Minute. So, irgendwas ist gespawnt. Da oben sehe ich nichts. Dann gucke ich mal in den anderen Gebieten. Ja, und wenn man den halt in 4 Ultimate macht, mit Hammer, der hält 5 K.O.s aus. Devil Joe, nice one. Chilliges Ding. Der sieht dann noch relativ klein aus. Ich habe kein Leben gepackt. Das wird die größte Folter meines Lebens. Ja, schneller als Dings verreckt er auf jeden Fall. Dieser Full Charge wird dich zum Umkippen bringen. Und jetzt auf die Plauze. Ja, Devil Joe hat hier schon relativ viel Leben, aber ich habe die Arme getroffen. Der wird niemals so viel aushalten wie der Gravius, Mann. Nein. Als ob ich die beide verfehle. Kann ich durchräumen? Nein. Ich fail einfach mein komplettes Leben.
Stampf mich nicht an. Würdet ihr mir glauben, wenn ich sagen würde, dass ich schon ein paar 140er der Virtual Solo gemacht habe? Nach der Aktion gerade höchstwahrscheinlich nicht. Nein, ich habe kein Leben sicher, fuck. Egal, ich habe halt einen Zugschlag auf dem Bauch. Full Charge. Ja, wenigstens noch irgendwas getroffen. Also so gut kann ich den nicht mit GS. Wo ich den 140er gemacht habe, habe ich auch direkt per EO-Pace umgenietet. Habe ich den mit SMS gemacht. Das geht eigentlich ganz gut. 140er Level mit SMS. Dann mit Ausweichen plus 1 Set bekommt man eigentlich durch alles durch. Ich hasse den Angriff. Der nächste Zugschlag auf das Erdbeben. Ne, aufs Bein wird ihn wahrscheinlich wieder zum Umkippen bringen. Denke ich mal. Auf den Bauch. Nein, das war das Arschloch. Und das war gar nichts. Die Luft und der Boden. Jetzt aber. Okay, dann braucht er 3 Zugschläge wahrscheinlich. 3 Zugschläge müssten eigentlich stärker sein als ein Full Charge. Ja. Habe ich das Bein getroffen oder habe ich es nicht getroffen? Habe es gerade irgendwie nicht gesehen. Das waren wieder die armen Mann. Ich kann doch nicht so dumm sein, um Devil Jump zu treffen. Gerade als SNS-Spieler. Das ist mir schon ein wenig peinlich. Muss ich tatsächlich zugeben. Also ich schäme mich minimal. Aber jetzt habe ich es geschafft. Beim 5. Versuch oder so. Scheiße. Dann muss ich jetzt overchargen. So. Ah, der hat Hunger. Ja, wenigstens durchs Beben hätte ich schon noch durchkommen. Ah, Stagger. Ah, chilliges Ding. Ich kann jetzt jeden Full Charge aufs Bein zum Umkippen bringen, der noch hungrig ist. Och nee, ich hätte den Full Charge durchziehen müssen. Scheiße, ich bin dumm. Ich bin übelst dämlich, Mann. Ich kann nichts treffen. Vielleicht ein paar Zugschläge auf die Schnauze. Ja, so viel hält er auch wahrscheinlich nicht mehr aus. Noch irgendwas, dass ich was machen kann. Ah, jetzt. Dreh dich um. Das ist in Ordnung. Das ist sogar sehr in Ordnung anscheinend. Machen wir jetzt so. Genau, wenn er seinen Kopf so nach oben reckt. Ja. Ja, schon tot. Das war auch irgendwie ein Viertel vom Gravius-Kampf, aber naja. Ich bin der Typ, der 2300 Spielstunden oder so in dem Spiel hat und ich weiß, wie man Devil Joe Full Charge, wenn er umgekippt ist, auf den Kopf timet. Das, ich schäme mich. Warte, spawnt überhaupt noch was? Ich glaube, das war jetzt das 4. Monster, ne? Wir hatten, oder? Ja, wir hatten halt Gravios, Catcher, Kurtku und jetzt Devil Joe, ja? Ich glaube, ich vergesse gerade nichts. Hoffe ich. Ich will jetzt nicht irgendwie 10 Minuten hier rumstehen und auf das nicht existierende 5. Monster warten, weil das ja schon das 5. war. Na, hoffen wir einfach mal das Beste. Habe ich schon geschärft? Ich glaube schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich geschärft habe. Ich bin mir 100%ig sicher. Ich würde sogar behaupten, ich bin mir 102%ig sicher. Manche würden vielleicht sogar behaupten, ich bin milliardenprozentig sicher, aber das halte ich eigentlich doch eher für ein Gerücht. Naja, wie auch immer. Ich guck mal, ob schon was Neues gespawnt ist. Das wäre dann, wenn dann im letzten Gebiet. Doch, okay, was. Ich habe den noch nie in meinem Leben mit GS gemacht. Ach, da machst du zweimal einen G-Rank. Okay, das muss ich mir jetzt merken. Bam! Was? Ein Level 1 Charge auf dem Tail reicht, um ihn zum Staggern zu bringen. Und der geht nicht mal Rage, Mann. Was soll denn der Scheiß? Wie gesagt, ich hätte noch nie mit GS gemacht, also verzeiht mir mein
Fagging gibt Kira-Skill. Ich sehe auch eigentlich keinen Grund, den überhaupt zu machen, ehrlich gesagt. Die Waffen von dem sind schwul. Die Rüstung will ich gar nicht jetzt ansprechen. Nein, Mann. Boah, wie spiele ich jetzt gegen den? Ich glaube, ich versuche einfach die ganze Zeit Zugschläge auf den Tail zu machen. Wahrscheinlich schaffe ich nicht mal das. Ja, ich bin sogar zu dumm, einen Zugschlag auf den Tail zu treffen. Nice. Aber egal, das nimmt okay, was der stirbt eh noch. Der Stecker macht einen Zugschlag. Okay. Ja, der Stecker hat nicht noch einen Zugschlag, nice. Ich habe immer noch nicht mein scheiß Relikt gezeigt, Mann. Ist das nice, Mann. Das heißt, ich kann immer safe einen Zugschlag auf den Tail raushauen. Mit safe meine ich halt, dass er danach nichts gegen mich tun kann. So, bam. Damit kann ich sogar das Save canceln. Das ist richtig nice gerade. Ja, Mann. Es hat funktioniert. Das war überhaupt nicht geplant. Okay, doch vielleicht ein bisschen. Es geht erraged. Du Bastard. Er stellt sich nur tot. Das erkennt man daran, dass er noch nicht stand, dass ich Punkte bekommen habe. Fick dich, wie los, Prä. Wenn du mich jetzt aus der Range schiebst, dann töte ich dich. Oh, warte, habe ich ja schon. Ah, dann ist alles gut. So, jetzt töte ich ihn mit dem Tritt. Das wäre doch nice. Wenn er nicht abhauen würde, Mann. Fuck, wenn der Panther kann ich ihn nicht mit dem Tritt töten. Dann recovert er. Okay, aber kommt hierher. Das heißt, er schafft es nicht rechtzeitig pennen zu gehen. Genau, lande. Und jetzt? Fick dich. Ja, Mann. Jetzt war schon wieder mein Finger im Video. Es tut mir auch richtig leid. Und damit meine ich, es tut mir überhaupt nicht leid. So, jetzt zeige ich aber endlich mal mein scheiß Equipment. Ja, das ist mein Set. Start HGE, geästert halt, Attack up L, HGE, Sharpness, Crit Draw Focus und ja, Standard-Scheiße halt. Und das ist mein Relikt. Das ist eigentlich einfach nur ein besseres Diablos GS. Also, nicht im Sinne von, dass ja, das GS hat Gift und das hier ist besser mit Gift, sondern im Sinne von, es hat zusätzlich Gift, wo das Diablos GS nichts hat. Und dazu noch mehr Angriff, mehr Slots, ein Slot mehr, mehr Affinität und bessere Schärfe, beziehungsweise einfach nur längeres Weiß. Und damit hat das Diablos GS in jeder Hinsicht outclassed und das Black Fatales GS eigentlich auch. Nur, dass das Black Fatales GS mehr Lila hat, aber wenn der Rest besser ist, dann ist es auch scheißegal. Mehr Affinität ist auch nicht besser. Ja, jedenfalls, was ist dann mit dem Video? Gravios hat es ja wahrscheinlich auch schon genug in die Länge zu ziehen, dann muss ich es jetzt nicht auch noch mit meinem Gelaber tun, aber ich kann noch einen Full Charge auf den Tail hauen. Oh, das war geil, okay. Dann beende ich jetzt das Video. Tschüss.